Wenn jetzt die Polizei trotz allem, und ich verspreche euch, sie werden müde darüber lächeln im Zweifel, wenn die Polizei trotz allem eine Durchsuchung vornimmt, dann ist es wichtig, dass ihr auf euren Rechten als Durchsuchter besteht. Als da wären, ihr habt das Recht, den Namen des anordnenden Beamten zu erfahren. Dabei zählt nicht der Einsatzleiter, sondern der konkrete Polizeibeamte, der euch konkret durchsuchen möchte, ist derjenige, der die Durchsuchung anordnet. Dieser konkrete Polizeibeamte muss sich hinterher im Zweifel für die Anordnung dieser Maßnahme vor Gericht oder vor seinem Dienstherrn rechtfertigen. Es ist deshalb wichtig, dass wir von jedem der Polizisten, die, obwohl sie wissen, dass es rechtswidrig ist, solche Durchsuchungen an Handparade-Teilnehmern vornehmen, den Namen und die Dienstnummer haben. Die Polizisten haben vor nicht so viel Angst wie davor, dass ihre Taten vor Gericht kontrolliert werden. Die meisten Polizisten kennen sich nämlich mit dem Recht ebenso wenig aus wie wir Demonstrationsteilnehmer und die haben wahnsinnig Schiss davor, dass in ihrer Akte steht, der ist blöd, der weiß noch nicht mal, wann er eine Durchsuchung auf einer Demo machen darf und wann nicht. Es ist deshalb wichtig, dass wir den konkreten Polizisten für seine konkrete Tat haftbar machen. Deshalb lasst euch den Namen des anordnenden Beamten geben, dass dieses Recht gibt euch der Paragraph 35 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes des Landes Berlin und ihr solltet darauf bestehen. Darüber hinaus solltet ihr darauf bestehen, dass euer Widerspruch gegen die Durchsuchung festgehalten wird, protokolliert wird. Die Polizei zickt da in Berlin gerne rum, aber ihr habt ein Recht darauf, dass euer Ich widerspreche der Durchsuchung aktenkundig gemacht wird. Und auf dem Blatt, das ihr dann kriegt mit eurem Widerspruch, muss von dem anordnenden Beamten die konkrete Rechtsgrundlage eingetragen werden, die ihr angeblich gebrochen habt. Es reicht eben nicht, wenn der Polizist sagt, deine Nase gefällt mir nicht, du bist hier auf einer Demonstration, deren politisches Ziel ich nicht teile, oder man hat mir das so gesagt, sondern er muss ganz konkret sagen, welche Rechtsnorm glaubt er, könntet ihr gebrochen haben, was erhofft er sich bei der Durchsuchung zu finden. Lasst euch nicht auf irgendwelche Wischiwaschi-Sachen ein, im Zweifel tretet einfach 2 Meter zurück, dann seid ihr nicht mehr Teil der Demonstration. Ihr könnt ja dann nach der Startkundgebung immer noch dazu stoßen. Habe ich noch was vergessen? Nach Paragraph 35 ASOG habt ihr das Recht, eine Bescheinigung über die Durchsuchung zu kriegen. Besteht darauf. Lasst euch nicht abwimmeln. Die Polizei wird so tun, als wäre das gar nicht wichtig. Verweist einfach auf den Paragraphen 35 ASOG, den findet ihr auch hier drin. Da der ganz eindeutig sagt, dass ihr auf Verlangen eine Bescheinigung über die Durchführung und den Grund der Durchsuchung erhalten müsst. Jetzt ist die Frage, wie wird die Polizei reagieren, wenn ihr auf euren Rechten besteht? Das Schlimmste, was sie tun können, wenn ihr euch eine Durchsuchung verweigert und dafür sorgt, dass sich eure Nachbarn, die um euch rumstehende Demonstrationsteilnehmer ähnlich verhalten, also auf ihren vom Gesetz gegebenen Rechten bestehen, die Polizei an der Ausführung rechtswidriger Taten mit legalen Mitteln hindern, dann kann die Polizei, wenn sie einen schlechten Tag hat, euch das so auslegen, dass ihr quasi die Polizeiarbeit als solche behindert. Im schlimmsten Falle droht euch dafür ein Platzverweis. Ich bitte euch, solchen Platzverweisen im Zweifel Folge zu leisten. Wir dokumentieren auch diese Maßnahmen. Die Polizei kann euch den Platzverweis auch nur für einen sehr konkreten Zeitpunkt und einen konkreten Bereich geben, beispielsweise für den Alexanderplatz und die Zeit der Auftaktkundgebung. Das hindert euch aber nicht daran, dann an der ersten Kreuzung wieder in die Demonstration zu kommen. Ihr habt immerhin das Recht zu demonstrieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Recht in der Demokratie und wir sollten uns das nicht von Polizisten wegnehmen lassen. Ich weiß, das war jetzt alles ein bisschen viel. Druckt euch den Zettel aus, nehmt den mit. Ich habe die Erfahrung gemacht, es hilft mir schon, wenn ich so einen Zettel in der Hand habe. In der Kontrollsituation
ist man immer unruhig, immer aufgeregt. Schließlich haben die Jungs Knarren und wir nicht. Deshalb benutzt den Zettel auch, wenn ihr ihn eigentlich nicht braucht. Die Polizei guckt meine Videos ja mit. Die wissen, dass es diese Zettel gibt und die wissen auch, wenn sie das denn geguckt haben, dass wir ihre Taten überprüfen werden. Nun können wir nicht für jeden, der auf der Handparade kontrolliert wird, hinterher eine Klage einreichen. Das kostet nämlich 212 Mark, hat mir, Euro, hat mir der Rechtsanwalt gesagt. Aber wir werden alle diese Fälle dokumentieren und hinterher quasi eine Musterklage führen. Uns einen der Betroffenen rauspicken und den mit den Geldmitteln ausstatten, damit der diesen Prozess gegen die Berliner Polizei führen kann. Gleichzeitig werde ich versuchen, über die Presse und den Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses auch politischen Druck auf die Polizei zu machen. Die steht nämlich in Berlin gerade ganz schön unter Feuer, sowohl von politischer Seite als auch von Seiten der Gerichte. Die haben sich in den letzten Jahren nämlich einiges rausgenommen, was weit über die Grenzen rechtsstaatlichen Handelns hinausgeht. Und das muss ein Ende haben. Ich weiß, es wird Probleme auf der Veranstaltung geben. Und über den Zettel hinaus haben wir uns deshalb noch was anderes überlegt, was euch helfen kann, dann wieder runterzukommen, die Probleme richtig einzuordnen und sowas. Und zwar habe ich vom Verein für Drogenpolitik ein Budget gekriegt, um einen Paradewagen zu organisieren. Und ich habe mir gedacht, noch einen Wagen, der Musik macht, brauchen wir in diesem Jahr nicht. Wir haben ja schon mindestens 6, 7 andere Wagen, die Krach machen. Deshalb nutzen wir das Geld doch lieber und machen eine rollende Rechtsberatung. In Kooperation mit dem Hanfmuseum Berlin und den Anwälten des Mehringhofs bieten wir euch da eine kostenlose Rechtsberatung. Das heißt, es gibt da einen VW-Bus, in dem ein ganz echter zugelassener Strafrechtsanwalt, der in Berlin für Betäubungsmittelrecht praktiziert, drin sitzt und der euch kostenlos Fragen zu allen möglichen Straftaten rund um das BTMG beantwortet. Egal, ob ihr jetzt irgendwie in den letzten Wochen der Gro gebastelt wurde oder ihr mit einer geringen Menge erwischt wurde oder sonst irgendwelche Probleme hattet, auf der Straße mit dem Joint angehalten worden seid, nutzt diese Möglichkeit, um erstmal so einen grundsätzlichen Überblick zu kriegen, was erwartet euch, wie ist das Prozedere, welche Zeiten und Fristen gelten da. All solche Fragen kann euch der Rechtsanwalt beantworten. Und zusätzlich gibt es auch noch Theo Pütz live auf der Demo, den kennen die Tagesrausch-Zuschauer ja schon als Führerscheinpapst, als Verkehrsrechtsexperten des Vereins für Drogenpolitik. Und auch Theo wird euch während der gesamten Hanfparade für eure Fragen rund um das Thema Führerschein und Drogen kostenlos zur Verfügung stehen. Ich denke, das ist auf alle Fälle schon mal ein Big Up an den Verein für Drogenpolitik und das Hanfmuseum wert. Nutzt die Gelegenheit so schnell, kommt eine kostenlose Rechtsberatung außerhalb der normalen Zeiten der Rechtsberatung im Hanfmuseum. Das ist jeden Donnerstag von 18 bis 19 Uhr nicht wieder. Aber auf der Hanfparade 13 Uhr am Alex geht's los und dann habt ihr Zeit bis zur Abschlusskundgebung und auch während der Abschlusskundgebung eure Fragen, eure Rechtsprobleme anzusprechen, mit Fachleuten darüber zu sprechen, was können wir tun, was erwartet mich, solche Sachen. So, ich muss jetzt noch ein bisschen vorbereiten gehen. Holt euch die Druckvorlage dieses Zettels von meiner Webseite, Link auch in der Videobeschreibung und dann bin ich auf der Demo mit Megafon bewaffnet, unterstütze euch nach Kräften. Wenn ihr das Gefühl habt, die Kontrolle läuft gerade aus dem Ruder, ruft ganz laut nach dem Legal Team. Hilfe, Legal Team. Dann komme ich oder der Rechtsanwalt oder sonst irgendwelche kompetenten Leute an und unterstützen euch in der Kontrollsituation. Bringt Kameras, Fotohandys, was auch immer mit, fotografiert, filmt, dokumentiert die Maßnahmen der Polizei. Lasst euch nicht einschüchtern und lasst euch nicht zu irgendwelchen dummen Taten hinreißen. Werdet nicht beleidigend, werdet nicht gewalttätig. Das haben wir nicht nötig. Das Recht ist auf unserer Seite und das werden wir den Polizisten dieses Jahr beweisen. In diesem Sinne sehen wir uns am Samstag. Macht's gut. Tschüss.